Der Leutnant hat sie ganz schön zusammengestaucht. Wie ich gesagt habe, sie sind weg. Und ihr habt euer Wort gehalten. Wann immer ihr etwas bei mir kaufen wollt, ein guter Preis sei euch gewiss. Elsa und ich sind euch sehr dankbar. Ihr seid im Schwarzen Eber immer willkommen. Okay, 40 Gold. Jetzt kann ich glaube, er hat aber nichts. Im Schwarzen Eber, was kann ich für euch tun? Ich kann ihm ja mal kurz das hier verkaufen. Ja, so wie das da und das da. Okay, er besitzt einen Heiltrank. Sehr viel. Und sonst besitzt er nur Bier, Wasser und so einen Schrott. Das ist alles, was ich brauche. Gab euch wohl. Weil mein Held hat keine Geschmacksknospen. Deswegen bringt dem Bier nichts. Oder Wein. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Okay, für mich bringt es jetzt nichts, wenn ich nach oben gehe. Kannst du ja trotzdem mal machen. Da hier für Schlösser knacken nötig ist, um hier alles zu klauen. Hallo Elsa. Und irgendwas ist so seltsam. Go. Den Auftrag weiß ich nicht, wie man ihn löst, deswegen werde ich ihn auch gar nicht erst an. Oder doch, ich nehme ihn an. Vielleicht töte ich ja rein zufällig genau den. Wer wagt es, mich beim Nachdenken zu stören? Nachdenken über was? Ich bin ein Drachentöter. Seht ihr diesen riesigen Wildschweinkopf über dem Kamin? Ich bin ja nicht blind. Dieses Biest terrorisierte das Tal und tötete zahllose Jäger, bis ich es vor einigen Jahren erlegt habe. Und darüber denkt er nach. Aus diesem Grund bin ich der beste Jäger von ganz Rivellon. Und jetzt hinfort. Mit Anfängern rede ich nicht gerne. Okay. Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, was ich machen soll. Aber falls ihr gesehen habt, am Anfang diese Wildschweine. Eber ist ja ein unmännliches Wildschwein. Wie locker ich die platt gemacht habe, sind die nicht gerade wirklich gut. Überzeugt euch von meinem wahren Angebot. Oder könnt ihr mir vielleicht einen Gefallen tun? Ein Gefallen, sagt ihr? Was habt ihr im Sinn? Ja, ich riskiere mal einen Blick. Jetzt nicht, aber vielleicht später ist mir ein Gefallen. Nur eine klitzekleine Angelegenheit, aber sie belastet mich. Versteht ihr? Neulich habe ich eine Wache dafür bezahlt, einen Hasen zu erlegen. Ich habe ihn jedoch nie bekommen. Vielleicht hatte er ja Gewissensbiss und konnte keinen Hasen töten. Dann sprecht ihn doch darauf an. Ich nehme das obere. Aber mein Gold hat er genommen, ohne dass ich sein Gewissen gemeldet hätte. Ihr seht wie jemand aus, mit dem nicht zu spaßen ist. Redet mit dem Kerl, ja? Er heißt Kungard. Gut, da zaubert irgendjemand. Ach, was ich vorhin erwähnt habe, dass ich noch zu diesem Hauptmann wollte. Ja, das werde ich auch noch tun. Nur ich nehme erstmal ganz viele Quests an. Und abarbeite die dann. So glaube ich. Ja, so stimmt's. Okay, Kunrad. Willkommen, ich heiße Kunrad. Erzählt mir etwas über euch, Kunrad. Was ist los wegen diesem Hasen? Ich muss da mal mit dem Hasen. Moment, ihr wurdet doch nicht von Locke zu mir geschickt, oder? Doch, und er will sein Geld. Nein, manchmal frage ich einfach so an, über flauschige Tiere zu reden. Doch, und er will sein Geld. Der Kerl ist ein Erpresser. Ich habe ihm den Hasen schon vor einer Woche gegeben. Ich muss ihn lernen. Ich hoffe, die Goblins werden eines Tages Richard das Herz rausreißen. Wobei, er hat ja gar keins.